Aber jetzt sagt mir doch erstmal, wie geht denn das hier eigentlich an? Ach so, aber Sef, was ist denn da eigentlich immer auf deinem Kopf los, sag mal? Brütet da etwa ein Pelikan? Ey, deine Mutter hat mich bloß heute Morgen nicht ordentlich gekämmt. Die olle Schlawinerin. Leute, es ist zwar extrem selten, aber es kam doch schon das ein oder andere Mal vor, dass mir Entwickler einen kostenlosen Key zu ihrem Game geschenkt haben, sodass ich darüber ein Video mache. Und dann mache ich natürlich gern das Video und dann fällt mir auf, das Spiel ist so... Naja. Und dann kriege ich eine E-Mail von Amazon, weil ich muss noch die Rechnungen bezahlen. Lol. Dann kriege ich noch eine E-Mail von den Entwicklern. Ja, danke erstmal, dass du hier ein Video gemacht hast. Wir finden das echt korrekt so. Aber du sagst halt, dass das Spiel doof ist und das finden wir eher ein bisschen, naja, wie soll wir das formulieren, doof. Und dann sage ich, ich fühle mich geehrt. Wirklich extrem geehrt. Ja, das kann daran liegen, dass das Spiel eventuell doof ist. Naja, aber ich meine, wir haben dir das Spiel geschenkt und so geht das nicht. Und dann sage ich ja, aber sich mit einem Geschenk eine Meinung quasi kaufen zu lassen, wäre ja auch, wie soll ich das jetzt am besten formulieren? So geht das nicht. Wer redet denn hier von Meinung kaufen? Wir bitten dich nur, dass du nicht das, sagst, dass das Spiel... Aber ich mache sarkastischen Comedy-Content und habe keinen Review-Kanal. Woher sollen wir das wissen? wissen wir doch. Nee. Wir wollen es nur mal sagen. Okay. Ich meine, man kann den Leuten ja auch schon zutrauen, eine eigene Meinung sich bilden zu können und, wenn das Spiel cool wäre. Es ist cool. Naja. Es ist cool. Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Kannst du unseren Tweet nochmal teilen? Von doofen und eventuell weniger oder viel mehr doofen Sachen geht's jetzt aber straight zum Ernst des Lebens. Nee, machen wir heute nicht. Denn wir wissen, liebe Freunde, aus Spaß wird heutzutage auch sehr, sehr schnell mal ernst. Ich meine, aus Spaß wird heutzutage auch sehr schnell mal ein Baby, aber das ist eine andere Sache. Und auch wenn das Intro überhaupt gar nichts mit diesem Spiel oder deren Entwickler zu tun hat, lass uns einfach ein Horror-Game spielen, okay? Ich wusste gar nicht, dass die Schwiegermutter auch zu Besuch ist. Lul. Herzlich willkommen zu... Und falls ihr jetzt denkt, ja, ihr habt recht, das Intro war sicherlich weitaus bombastischer als das ganze Game. Ich hab meinen Standard. Homage to the Dead. Eine Ode an die Toten. Kenner wissen, dass die Toten, TM, das absolut Schrecklichste sind, was wir uns vorstellen können. Warum bin ich eigentlich immer irgendwo in einem Drecksloch eingesperrt? Was mache ich denn dauernd? Es ist verbarrikadiert. Ach, wirklich? Ich bin da gar nicht so sicher. Wo denn? Ist mir jetzt egal. Ich will trotzdem wissen, wie Schalke gespielt hat. Und der Kommentarbereich so... Sef, bist du wirklich echt Schalke-Fan? Kommt drauf an, was dein Preis ist. Können wir bitte Fußballergebnisse haben und keine Seifenopern? Oh, guck mal, Leute, wir können auch spionieren. Hallo. Niemand will mich besuchen. Ich weiß gar nicht, warum. Och, nun lege ich mich halt wieder ins Bett. Weiß gar nicht, warum ich überhaupt aufgestanden bin. Man kann es ja mal wieder versuchen, oder? Welcome to my life, das sage ich mir auch jeden Tag. Okay, und auf ein neues. Na, mal schauen, was sich hier so Neues ergeben hat. Wie hat denn Schalke gespielt? Ach, guck mal, die Zahnfee war da. Hat mir einen Schraubenzieher gebracht, Mensch. Das habe ich mir ja schon immer gewünscht. So eine Freundin oder ein Hamburger wäre auch ganz nett gewesen, aber nee, Schraubenzieher ist schon top. Und ganz ehrlich, wenn ich nicht wüsste, dass das einer ist, dann würde ich das für so eine Art Degen oder sowas halten. En garde, du dreckige Schiefte. Ich bringe dich vors Blut geriecht. Immer noch keiner da. Na dann, lassen wir mal hübsch unsere Motorik durchs Gebälk flattern, nicht wahr? Also ich finde, wir machen das extrem gut. Wir stellen uns hier richtig super an, oder? Also falls wir mal irgendwie, kann ja sein, in so eine Situation geraten, ich sag euch, wenn ihr frech zu mir seid, dann schraube ich euren Bürostuhl locker, du. Da sagt nicht, ich habe euch nicht gewarnt.
Habt ihr auch das Gefühl, die anderen Leute sind genauso wenig motiviert wie ich? Bei uns ist der laute Ton gang und gäbe. Warum mache ich das hier eigentlich? Ich meine, ich bin verwirrt, ihr seid verwirrt. Er ist Thaddäus, wir alle sind Thaddäus. Hallo, jemand zu Hause? Ah, oh, guten Tag, na? Sind Sie auch einmal zu oft aufgestanden? Ja, ich kenne das. Brauchen Sie gar nicht erzählen. Aber Sie werden doch verzeihen, oder? Ich muss ja kurz mal vorbei. Ah, ist verbarrikadiert. Lass mich raten, mit einem Brett oder so. Das wäre auf jeden Fall mal ganz was Neues. Oh, darf ich mit dem mal kurz ausleihen? Sie brauchen ihn doch nicht mehr. Könnt ihr ihn ja auch versuchen, wieder drunter zu stellen. Hilft das? Ihre Freundin hat gefragt. Naja, okay, gut. Dann werde ich mir jetzt selber mal mit Sitzgelegenheiten behelfen, nicht wahr? Ich habe einen sehr merkwürdigen Stuhlgang. Ich bin ja auch sonst nicht sonderlich gut ausgestattet, müssen Sie wissen. Also ich meine, was meine Habseligkeiten angeht. Also ich meine, ich will mich nicht beschweren, ja. Anderen Leuten, denen geht's immer viel schlechter. Ach, so ist das. Ich möchte nur mal wieder ein wenig frische Luft, oder? Oh, guckt mal. Leute, der Schraubenzieher, der ist praktisch, wenn ich den jetzt noch mit hätte. Ja, man muss halt einfach nur ein bisschen kreativ sein. Aua. Was soll denn das? Verdammt nochmal. Ich habe das Gefühl, der Tag wird heute nicht mehr gut werden, ja. Aber wie gesagt, man muss einfach nur ein bisschen Elan zeigen. Müsst ihr nicht immer gleich sofort den Strick. Was soll denn das? Und Leute, wenn ihr einmal ein Ziel vor Augen habt, ja, dann lohnt es sich doch ab und zu auch mal richtig starkköpfig zu sein. Ja, immer mit der Nase voran sozusagen. Hallo? Na, Sie sehen aus, als müsste ich Ihnen mal meinen Schraubenzieher ausleihen. Ich meine, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist jetzt hier auch nicht unbedingt mein Tag. Oh, eventuell sollte ich Sie erschießen, nicht wahr? Keine Angst. Es sind eh die inneren Werte, die zählen. Ne? Das Aussehen oder Vorhandensein eines Gesichtes ist dann auch nicht mehr ganz so wichtig. Verratet Sie mich. Alter, das ist hier der Schraubenzieher-Simulator, oder? Das ist Aufgabe Nummer 1 in jedem Ausbildungstest für angehende Handwerker. Wie schlage ich ihn mich? Vor allem, wie gut ist der bitte hier ausgestattet, sag mal? Wenn wir unsere gemeinsamen Ressourcen fusionieren würden, dann könnten wir tatsächlich wirklich eine richtig gemütliche Wohnung schaffen. Die müsste ich mir dann jetzt an dieser Stelle auch gar nicht mehr teilen. Oh, hier sind wir. Oh, yeah, ich verstehe. Ich meine, jetzt bin ich halt an meinem Ausgangspunkt, ja, wieder zu Hause und habe immer noch keinen Plan. Aber eine Kanone habe ich immerhin schon mal. Das ist der erste Schritt zum Glück, nicht wahr? Hi. Na, haben wir es uns doch überlegt? Wollen wir doch nochmal versuchen, das Leben zu meistern? Oder? Ich weiß nicht, Buddy, aber ich glaube, jetzt ist es dann doch leider irgendwie ein bisschen zu spät, oder? Entschuldigung, ich glaube, du brauchst es nicht mehr, oder? Ich erleichtere den gerade um sein ganzes Hab und Gut. Und ich fühle mich doch nicht mal schrecklich dabei. Was bin ich auch für ein Egoist geworden, Leute? Ich bin nur noch die Hülle des Mannes, der ich einst war. Oh, was haben wir denn hier? Oh Gott, Alter, was ist das denn? Das Termindruckmonster oder was? 12.30 Uhr, Friseur! Ja, war schön, oder? Lass doch einfach ein Abo da. Dankeschön.